Namibia, famous for its beautiful landscapes and abundant wildlife. Home to some of the most iconic species in the world and some of the most endangered. The cheetah is one of the rarest large cat species in Africa. Their number has decreased dramatically in the last couple of decades, with about 7,000 animals left today. And Namibia has a stronghold of about 1,500 adult cheetahs. In 2002, we started a long-term cheetah research project in central Namibia. We investigate their ecology, their behavior, their health status, their genetic and their reproduction. Most of the Namibian cheetahs do not occur in protected areas, but on privately owned land. That means the future of the species actually lies in the hands of the farmers. Wir sind hier Rinderfarmer in Namibia. Wir betreiben eine Rinderfarm in der Mitte des Landes, in der Nähe der Hauptstadt Windhoek. Die Rinder hier auf der Farm werden gehalten im Freien. Jahr ein, Jahr aus laufen die draußen auf der natürlichen Weide. Das ist einfach alles noch naturbelassen, außer dass künstlich Wasser zur Verfügung gestellt wurde und das Gelände in kleinere Einheiten durch Zäune unterteilt ist. Es kommen hier dann aber deswegen, weil das noch der natürliche Zustand ist, auch alle Wildarten hier vor, die es immer hier gab. Weil die Geparde und Leoparde immer wieder mal Kälber reißen und die dann für uns natürlich Verluste sind, ist es traditionell so, dass bei den Farmern diese Raubtiere als eine Bedrohung gesehen werden und dass man die nicht unbedingt gerne hat auf den Farmen. Beträchtliche Verluste ist, schön den Geparden zu erhalten, aber wenn ich mein Kalb verliere durch einen Geparden oder was auch gerade, wurde das nicht vergütet. Und das war ein ganz großes, Problem, ja. Weil das Kalb, das lebendig geboren ist und großgezogen wird, verkaufen wir nach 2 Jahren zum Schlachter und das ist unsere Existenz. Ich denke mal, also früher, ich weiß von Erzählungen von meinem Vater her und so, war ein Raubtier ein Raubtier und jedes Raubtier wurde einfach getötet. This conflict has severe implications for both sides, the farmers and the cheetahs, and we need solutions which are viable economically and ecologically. In order to find these solutions, the IZW researchers decided to combine their scientific expertise in a close collaboration with farmers across central Namibia. By sharing insights from their research with the farmers, both sides began to empathize with each other's positions. Through innovative technology, we get insights into the life of these elusive cats. Capturing and coloring is one of the key aspects of our research. We just drawn blood from the cheetah and we have used several different tubes for it. They have different colors for different research questions. These collars provide high resolution data from GPS collars that allow us to have the movements of animals. We can get the abundance and we can share this information to the farmers. Ich denke, bei uns war das Gefühl so, erstmal eine etwas abwartende Haltung und auch ein bisschen skeptisch.
Das war jetzt für uns was Neues, dass die vom Leibniz-Institut die Forscher hier waren und einfach ganz objektiv nur Informationen sammeln wollten. At some point we started realizing that the cheetahs are not distributed evenly in the landscape and that there are areas where they are more active and other areas where they are less active. So this let us look more deeply into the spatial ecology of the cheetahs and link it with the human-wildlife conflict. Since 2002, the researchers have immobilized and collared almost 150 cheetahs to find out exactly how far they roam and where they spend most of their time. Each collar records a GPS location every 15 minutes for years. With this huge data set, the researchers were able to prove what they long suspected. Cheetah males express two very distinct spatial tactics. A few males maintain small territories of about 350 square kilometers, while most other males, we call them floaters, roam over vast areas of approximately 1,500 square kilometers. The territories are not adjacent to each other, but are discontinuously spread across the landscape in a regular, over-dispersed pattern. Within the core areas of the territories, the males mark at specific locations, typically prominent trees, kopjes, termite mounds, or rocks. The floaters, however, do not own territories themselves, but visit 3 to 4 of these core areas frequently. So all the floaters and even all the females of the entire region come to these core areas very often to exchange information. In this sense, these areas function as communication hubs for cheetahs on a landscape level, basically resembling our social media. All of these cheetahs spend a considerable amount of time inside these communication hubs, leading to hotspots of cheetah activity. With the GPS data from the cheetah collars, the scientists identified all cheetah male territories in central Namibia. These territories are not contiguous, which means that there are vast areas of low cheetah activity in between the communication hubs. Whether a cattle farm contains a hotspot within its boundaries or is located in the less risky area can make a big difference. These findings are scientifically exciting, and we immediately realized the implication on the human-wildlife conflict and its potential solution. We discussed this information with the farmers and planned experiments together. Where farmers kept breeding herds inside the communication hubs, we moved the breeding herds out of these high-density areas and measured the livestock losses before and after the experimental shifting of the breeding herds. Implementing our scientific findings in their herd management, farmers were able to reduce their losses by more than 85%. Ich würde sagen, die Zusammenarbeit zwischen den Farmern und den Wissenschaftlern wurde eigentlich verbessert. Sie haben uns mittlerweile oder über die Zeit überzeugt, dass die Raubtiere auch eine Berechtigung in diesem System hier haben. Und ich denke, das war sehr wichtig, dass wir diese wissenschaftlichen Daten zur Verfügung gekriegt haben, aber auch eine nette Art und Weise. Für uns waren diese Ergebnisse wirklich, haben uns die Augen geöffnet, weil das für uns als Farmer, ich will mal sagen, eine angewandte Forschung war, die direkt Probleme anspricht, die wir mit diesen Verlusten durch die Raubtiere haben. Es gibt bestimmt keine einfache Antworten auf diese Fragen und keine einfachen Lösungen für die Probleme, die wir haben. Aber genauso wenig ist dieser traditionelle Ansatz, wo man sagte, wir müssen am besten alle Raubtiere beseitigen, dann haben wir gar keine Probleme mehr. Das funktioniert bestimmt auch nicht. Für mich war diese Zusammenarbeit mit den Forschern jetzt auch wichtig und sehr interessant, weil wir da gemerkt haben, dass wir diese Ergebnisse brauchen und vielleicht noch viel mehr davon. Also wir könnten noch mehr Informationen brauchen und genauere. Und das sollten alle von Nutzen tragen. Einmal die Tiere und aber auch die Farmer. Dass es nicht nur einseitig ist, dass der Farmer jetzt sagt, so, jetzt endlich haben wir das Problem gelöst, wir machen jetzt mehr Geld. Aber dass man dadurch viel eher dazu kommen kann, sagen, ja, diese Tiere haben hier eine echte Daseinsberechtigung. Die haben hier ein Recht zu leben. Das ist deren Lebensraum immer gewesen. Warum sollen die jetzt plötzlich nicht mehr hier sein?
Thank you.